Ich will ehrlich zu euch sein, Leute. Call of Duty Modern Warfare 2 hat in den ersten 5 Tagen mit Pre-Sales 800 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Das sind nur die verkauften Games. Da sind keine Skins dabei. Da sind keine Waffen-Vaults dabei. Da ist gar nichts dabei. Fast 1 Milliarde Dollar innerhalb der ersten 5 Tage. Das ist aktuell, glaube ich, das erfolgreichste Call of Duty aller Zeiten. Und das sollte keinen von uns überraschen, denn alle Gameplay-Entscheidungen in diesem Game sind zu 100% dafür gemacht, dass absolute Casual-Player, und das ist nicht mal böse gemeint, es ist ja vollkommen legitim, wenn jemand nur 2 oder 3 Stunden die Woche zocken kann, weil er keine Zeit hat oder sich die Zeit nicht nehmen will, weil er vielleicht andere Sachen noch macht. Es ist ja völlig legitim und es ist ja auch in Ordnung, dass man Entscheidungen trifft, damit ein Spielstil für eine Gruppe in Ordnung ist, und gleichzeitig sollte man, und das hat Infinity Ward auf dem COD Next Event ja in Person von Joe Sikert groß angekündigt, für alle Gameplay-Leute, das heißt für Rusher, für Camper oder Sentinels, wie sie dieses Jahr genannt werden, Rusher wurden Stalker genannt, warum auch immer, für sehr taktische Spieler, die trotzdem sich bewegen. Es gibt verschiedene Spielstile, die ich alle akzeptiere. Ich kann verstehen, wenn jemand campt. Wenn jemand einfach schlecht ist, campt er halt. Es gibt Leute, die haben nicht die Intention, sich zu bewegen, besser zu werden. Nicht jeder, der Call of Duty spielt, muss besser werden. Aber dieses Game wurde von Grund auf in allen Gameplay-Entscheidungen, es gibt nicht eine einzige Gameplay-Entscheidung, bis auf die Bohrmine, die sehr witzig ist, für gute Spieler gemacht. Was aber meiner Meinung nach absolut gar nicht geht, und da wird auch irgendwie zu wenig drüber gesprochen, ist die Tatsache, dass wir einen 3-Jahres-Zyklus hinter uns haben mit MW19, mit Vanguard, mit Cold War, wo uns immer wieder erzählt wurde, naja, es crasht und die Bugs, das liegt daran, dass ja Corona war und Pandemie, und bei Cold War war es alles nicht fertig, das hat Sledgehammer verkackt, die hatten da eigentlich zusammen mit Raven Software dran gearbeitet und dann musste ja Treyarch übernehmen. Und Vanguard, da hatte Sledgehammer auch wieder so wenig Zeit und Pandemie und Corona und wir fixen das. Und jedes Jahr wird versprochen, Kommunikation ist das A und O, wir werden dieses Jahr mit euch sprechen. Infinity Ward fragt uns im ersten Beta-Wochenende nach Feedback, lesen sich das Feedback durch und sagen, ja, haben wir alles verstanden, wir ändern nichts. Zweites Beta-Wochenende, Infinity Ward fragt nach Feedback, das Wochenende ist vorbei und sie sagen, ja, da sind sehr viele interessante Sachen von euch bei gewesen, wir gucken uns das nochmal genau an. Und es gab ja einige wie mich, die gesagt haben, nichts wird geändert, gar nichts. Tatsächlich gab es eine Änderung, und zwar haben wir jetzt über den Spielern einen roten, keine Ahnung, Stern, was es sein soll, Pentagon, irgendetwas. Das ist die einzige Änderung im Positiven, die es gab. Es wurde der Killcounter rausgenommen, der unten angezeigt hat, auf welcher Streak man ist. Es wurde, warum auch immer, nicht hingekriegt zeitlich, Hardcore reinzumachen. Hardcore, den wir alle brauchen eigentlich, um zum Beispiel Longshots mit den ARs für Diamant zu machen, wo wir aktuell bei sind. Absoluter Camo-Grind, der Spaß macht, weil die Tarnungsaufgaben sinnvoll sind, und ich werde euch jetzt auch noch separat Videos machen, wie ihr einzelne Waffen am besten leveln könnt, wie ihr generell die Waffen am besten leveln könnt, wie ihr manche Herausforderungen angehen müsst. Contentmäßig, und da müsst ihr mich richtig verstehen, Leute, ist der Hype auf MW2 von so vielen Leuten auf YouTube, auf Twitch das Beste, was mir als Creator passieren kann. Ich verdiene Geld damit. Ich verdiene Geld damit, werde gleichermaßen aber auch an mein geistiges Limit gebracht. Denn seit 5 Tagen spiele ich 12 Stunden täglich live auf Twitch dieses Game. Und es gibt Leute mittlerweile, die nicht mehr mit mir spielen wollen, weil das Skill-Based Matchmaking mich in die schlimmsten Lobbys aller Zeiten bringt. Und ich weiß, dass einige Creator-Kollegen von mir mit ihren Neffen-Accounts spielen. Die heißen dann Jennifer und Sebastian und was weiß ich was. Habe ich keine Lust drauf, kann jeder für sich selber machen. Ich habe keine Lust drauf, mir ist das zu blöd. Ich bin der Meinung, wenn ich nach 3 Tagen von einem neuen COD, was meine Arbeitsgrundlage ist, mit der ich andere sogar hauptberuflich Geld verdiene, sollte ich es entweder so nehmen, wie es ist, oder es lassen. Aber gut, das ist meine Meinung, das ist egal.
Aber wie ist es möglich, dass bei einem Call of Duty, was nicht mehr, und das war auch die Ausrede, ja alle drei Games, Vanguard, MW19, Cold War, läuft alles irgendwie in einem Quellcode und da haben sie erklärt, wenn vorne was geändert wird, ist hinten irgendwas kaputt. Diese Ausrede gibt es nicht mehr. Infinity Ward hat 3 komplette Jahre für dieses Game gehabt und man muss mal drüber überlegen, vorher hatten sie immer nur 2 Jahre. Da haben sich Treyarch und Infinity Ward miteinander abgewechselt. Da haben sie es auch hingekriegt, BO1, BO2, MW2, MW3, all diese Games rauszubekommen. Und während vor allen Dingen MW3 auch Probleme damals hatte, und das lag dann daran, dass bei Infinity Ward aus dem Studio viele der guten Entwickler abgehauen sind, da wurde gestreikt, war es trotzdem so, dass die Games released worden sind und am Tag des Release war 90% des Contents da. Wir haben keine Visitenkarten, die wir ausrüsten können. Die Challenges, die All-Time-Challenges haben wir nicht. Wir haben keine Kaserne, wir haben kein Quartier, wir haben keinen Hardcore-Modus. Es ist nichts da. Es ist einfach nichts da. Und ich verstehe das nicht, wie das möglich ist. Und es geht noch viel schlimmer, Leute. Von Infinity Ward ist nichts zu hören. Sie sind einfach schon wieder komplett verschwunden. Und erinnert euch mal an Vanguard letztes Jahr, als das Game in einem katastrophalen Zustand, wirklich katastrophal released wurde und Sledgehammer Games erstmal in Urlaub gegangen ist. Ich meine, ich gönne jedem seinen Urlaub, der hart arbeitet, aber wenn ich so viel Geld mit so einem Produkt verdiene und das so rausbringe, habe ich 2 Optionen. Ich bringe es gar nicht erst raus, so wie es ist, oder ich arbeite von Tag 1 an, transparent, spreche mit der Community, die mir erlauben, solche Games zu machen, weil sie es kaufen und spielen und fördern und fordern, und spreche mit denen. Warum kriegen wir keine Erklärung? Von wegen, ja, Hardcore oder Tier 1, wie es dieses Jahr heißt, ist nicht da, weil wir haben da ein Problem entdeckt, was länger ist. Dann würde ich sagen, ist echt dumm, dass euch das jetzt auffällt, aber okay. Warum sind die ganzen Herausforderungen nicht da? Ich meine, wir haben schon nur Season Prestige, das heißt, außer den Waffentarnungen aktuell, gibt es nichts zu tun. Es gibt nichts zu tun, außer Waffentarnung. Und jemand, der vielleicht wenig Interesse hat, auf Waffentarnung zu gehen. Es gibt ja Leute, so wie ich, der spielt sehr auf Win-Loss. Ich mag sehr gerne, wenn da eine gute Zahl steht. Die ist natürlich ein bisschen kacke, weil wir aus Lobbys rausgehen, die einfach absolut kacke sind. Und glaubt mir, Leute, ich spiele die schlimmsten Lobbys der Welt und trotzdem spiele ich die. Aber es gibt neben den schlimmsten Lobbys dann noch diese Lobbys, die ihr wahrscheinlich, könnt ihr reinschreiben in die Kommentare, alle kennt. Level 55 hat seine Scar oder M4 auf Gold und es ist die einzige Waffe, die er spielt. Er versucht händeringend irgendein 1000-mal Dreieck gedrücke TikTok-Movement an den Tag zu legen und am Ende realisiert ihr, auch er macht 25 Kills in der Runde. Das Map-Design ist darauf ausgelegt, dass nicht so viel Kills geschehen, die Spawn-Punkte sind weit auseinander, Skill-Based Matchmaking sorgt dafür. Achtet mal drauf, so viele Runden, die ihr spielt, gehen so ganz knapp 200 zu 199 und sowas aus. Aber jetzt ist es noch so weit, dass das Game kaum spielbar ist, weil es einen neuen Bug gibt, der seit 3 Tagen nicht behoben wird. Ich will euch nicht sagen, wie der geht. Aber solltet ihr auf einen Spieler treffen, der ein Schild auf dem Rücken hat und den ihr nicht mehr töten könnt, liegt es nicht daran, dass ihr zu blöd seid, sondern es gibt mit dem Schild einen Bug, und den werde ich euch nicht erklären, der die Spieler unsterblich macht. Und es gibt einzelne Fälle, wo das unabsichtlich passiert, okay? Aber ich habe so viele seit 2 Tagen, die das mit Absicht machen und dann Nukes drücken. Ich meine, was für ein gottverdammter Hurenbock muss man sein, um anderen Leuten so sehr ein Game zu ruinieren, damit man in seiner einen Runde mal unsterblich ist. Ohne Worte. Und warum wird das nach 3 Tagen von Infinity Ward nicht gefixt? Warum nehmen sie nicht wenigstens erstmal das Schild raus und arbeiten dann daran, dass eine Lösung für das Problem gefunden wird? Es macht mich echt sauer, weil dieses Game ganz viel Potenzial hat und ganz viele Sachen fehlen einfach, was zum Standard Call of Duty seit Jahren dazugehört. Seit Jahren ist am ersten Tag sowas wie Hardcore mit drinne oder eine Kaserne, wo ich meine Stats sehen kann. Aktuell hat man gar nichts. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, Leute. Lasst ein Like da, ein Abo. Ich bin raus.